Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können keinen Smalltalk. Hallo. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch mal ein bisschen ungezwungen unterhalten könntet. Und sonst so? Die wissen nicht, wie man sich spontan privat unterhält. Deswegen kriegen die jetzt ein Smalltalk-Training mit Fremden im Einkaufszentrum. Das ganze filmen wir mit versteckten Kameras und ich sitze versteckt in der Nähe und gebe ihnen Anweisungen aufs Ohr. Luisa, bitte einmal reinkommen. Luisa, bitte. Na? Also ich rede echt ungern mit fremden Leuten. Ja. Aber das sind ja dann keine Fremden mehr. Das ist ja nur bis zum ersten Wort. Ja gut, wie sagt man? Hopp, hopp. Los geht's. Jetzt machen wir mal was ganz Einfaches. Das ist ganz einfach, Luisa. Guck mal, da hängt so einer da in der Couch. Mhm. Ich stell dich einfach so mal vor dir und machst so die Hände in die Hüften. Dann sagst du, ne, das glaube ich jetzt nicht. Ist das der Verwechsler? Da kommt man gut ins Gespräch. Das ist doch total peinlich. Luisa, nicht mit dir selber reden. Du kommst weird rüber. Mhm. Dreh dich mal zu dem Mann. Sorry. Okay. Luisa? Ja, ich mach's. So, ne. Ne. Das glaube ich ja nicht. Das glaube ich nicht. Ingo. Ingo? Alte Pampelmuse. Ja. Alte Pampelmuse? Ingo. Ingo? Nee. Das bist du doch. Nee. Nee? Ja, sicher, 92. 92. Klingelt was? Klingelt nix. Nee. Nee, also wirklich nicht. Ja, Mist. Aber jetzt beobachten die wahrscheinlich, was ich mache. Oh Gott, das ist peinlich. Ich hasse das. Hm, ganz normal, okay? Okay, ganz normal. Du gehst einfach zu der nächsten Person hin, sagst, hallo, mein Name ist Luisa. Wie geht's Ihnen? Was halten Sie vom derzeitigen Wetter? Okay, das ist super. Das ist ganz normaler Smalltalk. Also da brauchst du dich jetzt auch nicht schämen, ne? Das macht wirklich jeder so. Mhm. Guck mal dann, hinter dir die Frau, die ist gut. Hinter dir die Frau. Mhm. Hi. Mein Name ist Luisa. Ja. Mein Name ist Luisa. Und ich wollte mal fragen, was Sie so vom Wetter halten. Herbstlich. Herbstlich? Ja. Das ist so schön. Ja, also bis auf heute war es schönes Wetter. Ja. Und trinken Sie gerne dann abends Tee, wenn das so schön gemütlich ist? Trinken Sie dann abends gern Tee, wenn es so gemütlich ist abends? Ja. Wohin fahren Sie gerne in Urlaub? Wohin fahren Sie gerne in Urlaub? Das auch. Hast du einen Hund? Hast du einen Hund? Nein. Rauchst du? Rauchst du? Magst du gerne Schokolade? Magst du gerne Schokolade? Ja. Ja, und Salzstangen? Salzstangen? Naja, es tut mir total leid, aber ich muss jetzt los. Ich muss jetzt los. Die hören ja gar nicht mehr auf. Oh, nee, ich kann das nicht sagen. So, komm mal rein. Okay. Komm mal rein, du hast es geschafft. Oh Gott. Das war so schlimm. Nein, das war auch nicht schlimm. Du hast es ja geschafft. Das ist am Anfang immer schlimm, aber du hast am Ende hast du eine Freundin gefunden. Nee, die wollte auch nicht. Doch, die wollte. Die hat die ganze Zeit überlegt. Die hat gesagt, ob sie einen Hund hat, ob sie raucht, ob sie gerne Schokolade isst, was du alles aus der rausgequetscht hast. Und dann kam Katha an die Reihe. Die hat von mir Kürbisse bekommen, weil man damit sofort interessant wirkt. Und wenn man interessant wirkt, ist der Smalltalk mit Fremden gleich einfacher. Willst du mal rutschen? Mit den Kürbis? Dann kannst du jemanden fragen, ob er den kurz halten kann, weil du mal rutschen willst. Ja, okay. Ja, mach doch mal. Ich würde gerne mal rutschen, aber können Sie mal meine Kürbisse halten? Entschuldigung, ich würde gerne mal rutschen. Können Sie meine Kürbisse halten in der Zeit? Ich würde gerne rutschen. Könnten Sie die Kürbisse in der Zeit halten? Ist das für Englisch? Yeah, I want to slide down. Could you please take care of my pumpkins? Sure. You do? Thank you so much. Thanks. That's perfect, thank you. Thank you. Und jetzt flitzt da hoch und rutsch mal, ja? I just gonna go down the slide, okay? Just one second. So, und jetzt flitzt. Also der sitzt da und wartet auf dich, dass du wiederkommst. Okay. Dann ab dafür, ne? Okay. Hui. Oh! Ah! Oh, ich hab nicht gesehen, dass da noch welche in der Rutsche stecken. Sorry. Tut mir leid. Thank you so much. Thank you so much for taking. I had fun, yeah. Okay. Bye bye. Bye bye. Also das hat doch super geklappt. Ja, dann gehe ich mal wieder weg. Ich meine, das ist doch ganz einfach für Sie auch zu Hause. Suchen Sie sich irgendwo ein Einkaufszentrum mit einer Rutsche
holen sich zwei Kürbisse und schon finden sie neue Freunde. Voll einfach. Mit meinem Mitarbeiter Max habe ich auch noch weitere Smalltalk-Methoden getestet. Wir sprechen jetzt mal die Leute an. Ja. Ich will jetzt einen positiven Gesprächseinstieg schaffen. Darf ich Sie mal ganz kurz eine Sekunde stören? Entschuldigung, kann ich Sie mal ganz kurz stören für eine Sekunde? Ich habe hier was geübt und ich weiß nicht so richtig, ob das gut ist. Jetzt tanz mal ein bisschen so. Oh Gott. Oh, you don't live here. Oh, what a shame. Yes. You want to see my dance for the very last time? You want to see my dance again? Okay. Nach hinten raus bist du so ein bisschen merkwürdig geworden. Aber am Anfang, finde ich, warst du gut. Danke. Hinten raus erst merkwürdig. Okay, perfekt. Und dann haben wir es noch mit einer Methode probiert, auf die man sich immer verlassen kann. Ja, was denn mit dem Mann, der da sitzt? Oh Gott. Der ist so ernst. Kannst du mal zu ihm hingehen und sagen, ich möchte ihm mal einen Witz erzählen? Der muss ja mal so richtig lachen. Setz dich erst mal hin. Mann. Hallo. Ich muss gleich zu so einer Sache. Könnte ich kurz einen Witz bei Ihnen ausprobieren? Ob Sie den witzig finden? Eine Ziege geht in eine Apotheke und verlangt zwei Eier. Also, eine Ziege geht in eine Apotheke und verlangt zwei Eier. Der Verkäufer gibt ihr die zwei Eier. Der Verkäufer gibt ihr die zwei Eier. Ziege bezahlt, geht wieder raus. Ziege bezahlt und geht wieder raus. Am nächsten Tag kommt die Ziege wieder in die Apotheke. Am nächsten Tag kommt die Ziege wieder in die Apotheke und will nochmal zwei Eier. Und dann bekommt sie die wieder. Am dritten Tag kommt die Ziege wieder ins Geschäft und verlangt wieder drei Eier. Da fragt der Verkäufer die Ziege, für was brauchen Sie denn die ganzen Eier? Und dann sagt die Ziege. Ich möchte ein großes Eieromelett machen. Ja. Hängst du oft hier ab? Ich heiße Max. Hängen Sie öfters hier ab? Nee. Nee? Ah, okay. Ich heiße Max. Ich heiße Max, hallo. Hi. Hi. Hi, Ingo. Moin, Ingo. Hast du Haustiere? Haben Sie Haustiere? Ja. Ja? Was denn? Was denn? Katze. Ja. Ein Hund vielleicht noch? Nein. Fische? Also jetzt hören Sie mal auf, mich so voll zu quatschen. Ich muss jetzt los. Ja, hören Sie mal auf, mich jetzt hier so voll zu quatschen. Ich muss leider los. Tschüss. Tschüss. Die alte Laberbacke. Die alte Laberbacke. Oh, Gott. Oh mein Gott, ich sterbe. Oh mein Gott. War natürlich nicht einfach heute, aber ich habe den Eindruck, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind heute ein Stück weit besser geworden im Thema Smalltalk, fühlen sich wohler in der Öffentlichkeit, kommen besser klar im Arbeitsleben und wir wachsen also zu einem noch viel besseren Team zusammen. Alles gut. Also weitere Videos auf diesem Kanal, die gibt's da. Wenn ihr das abonnieren wollt, ist da oben. Und da unten, da gibt es ganze Folgen bei Join. Ja, muss jeder selber wissen.